Folge Nummer 4, der Apfelkuchen. So ein Apfelkuchen, der ist fein, denkt sich der Nachbar und wärmt sich sein nächstes Stück im Mikrowellenherd auf. Ein Gedicht. Doch bei all dem Genuss darf die äußere Körperpflege auch nicht vernachlässigt werden. Ein kleiner Abstecher ins Bad wirkt da oft Wunder. Dass dieses Vergnügen nicht ungestört bleibt, dafür wird Woody natürlich wieder sorgen. Auch hier keine 100% Einschaltquote, aber 5 drauf. Joe und Vienna TV präsentiert wie immer böse Nachbarn in der Apfelkuchen. Eigentlich blöd, dass ich das so ansage, das war ja sowieso schon gesagt wurde. Den Spaß gönnt ihr mir bitte. Ach ja, schön. Körperpflege. Damit werden wir unseren Spaß haben, glaubt mir. Vor allem müssen wir da zum ersten Mal genau planen, was wir tun. In welcher Reihenfolge. War ich jetzt eigentlich im Medizinschrank? Ich glaube nicht. Und mir fällt auch gerade auf, wie extrem das dann manchmal sein kann, wenn man kommentiert und gleichzeitig das Ding ansieht. Rasur ist klar. Deo ist auch klar. Ich war nicht am Medizinschrank, sonst gibt es nicht. Ja, na, das ist gar nicht die Folge mit dem Baden. Zum Glück. Puh. Oh. Die ist nämlich extrem schwierig, da schaffe ich zwar auch irgendwie die 100%, aber erst beim dritten Anlauf immer. Und ich lege es nur darauf aus, dass ich euch alle Jokes zeige und nicht, dass ich da die 100% Einschaltquote erreiche, weil ich sowieso von Haus aus nicht schaffe. Jetzt sind wir vollständig, genau. Wir fangen aber wieder in der Küche an, das ist wesentlich lukrativer, weil wir im Bad viel mehr Zeit brauchen. Seife. Die Seife rutscht leicht aus der Hand. Oder Klopapier. Eine Rolle saugfähiges Klopapier. Ja, toll. Seife. Was ist hier schon? Das war's hier. Das nächste geht hier unten mit dem Gemälde. Und dann geht's in die ins Badezimmer. Und dann wieder ab in den Schrank. Und Action. Boah, wie schnell ist der? Toll ist der, damit müsste alles präpariert sein. Das mit der Seife habe ich anscheinend wieder falsch gemacht. Weil der bleibt bei der Mikrowellenherd lang genug stehen. Das ist blöd. Aber was will man machen? Ja, das kann bitte was. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wieder ein schöner Blick auf das wunderbar gestaltete Gemälde. Irgendwie finde ich es aber immer lustig, dass das Interview so nicht bricht. Ich spiele das Spiel seit Jahren immer wieder. Das ist immer noch extrem lustig. Also. Und der nächste Schock. Vorher hatte ich 94% Einschaltquote. Wenn ich Glück habe, habe ich jetzt die 97.
Mal schauen. Jawoll. Früher fand ich die Szene einfach nur lustig. Jetzt erinnert sie mich an Mighty die Ruffe. Ja, 97. Jawoll. Ein bisschen besser sind wir geworden. Sehr schön. Gut gemacht, wurde ihn. Oder Seife muss ich noch anders platzieren. Apfelkuchen hatten wir gerade. Der alte Spielverderber. Der Nachbar mag Fußball, aber nicht, wenn er ihn die spielenden Kinder immer wieder stören, indem sie die Lederkugel durch sein Küchenfenster bolzen. Dabei wollte er sich doch so schön beim Klavierspielen entspannen. So ein Pech aber auch. Das Einzige, was dann auch beruhigen kann, ist der Duft seiner Lieblingsblume Susi. Ich weiß, dass manche Leute sagen, dass man, wenn man mit Pflanzen spricht, den Pflanzen was Gutes tut, aber ihnen Namen geben. Woody macht sich wieder einmal auf den Weg in die Wohnung des Nachbarn. Dieses Mal 8 Streiche. Ich glaube, das ist das Highlight aus Staffel 1. Joe Wood TV präsentiert böse Nachbarn in Der alte Spielverderber. If you wanna have a bowling cook, you have to grab the bowling bag. Er spielt auch so wunderschön. Das ist ja ein Highlight des Tages quasi. Und jeder, der Bowlingkugel und den Fußball sieht, weiß, was damit passiert. Also der nächste dran, okay. Dann geht er an seine Lieblingsblume schnuppern und dann geht er wieder nach oben Klavier spielen. Das ist sein heutiger Tagesablauf. Und den werden wir im Schönen miteinander bringen. Dieses Telefon hier werden wir noch brauchen. Und zwar, wenn der Nachbar da eben den Ball wegkicken will, sondern dann beim Klavier sitzt, werden wir ihn damit anrufen und ihn damit weglocken, damit wir den Kindern, damit wir genug Zeit haben, den Ball für die Kinder eben da austauschen zu können. Ja, und jetzt geht er eben den Kindern den Ball zurückschießen und das könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Die Kinder, das ist... Oh. Okay, die haben es aus. Wie gesagt, ich will dir einfach nur die Jokes zeigen. Ich weiß, ich habe gerade bei der Reihenfolge ein bisschen verdeckt. Jeder, der böse Nachbar schon mal gespielt hat, würde sagen, oh, voll Idiot. Ja, was soll ich sagen? Ich spiele es halt lieber und gerne, aber die Reihenfolge der Jokes ist halt dann immer so eine Sache. Oh, da wird ihm aber speiige. Schon Pech aber auch. Freut euch schon mal auf die neue Sonate, die jetzt spielen wir den Y-Dur. Das Problem ist, ich reiß gerade wieder die Kette ab, verdammt.
falsch angefangen. Vielleicht war es auch Amol, bin mir nicht sicher. War schwer zu erkennen. Seife sind, glaube ich, 10%. Soll ich echt die Hand kriegen? Der Hammer. Ah, sind nur 7, schade. Ich will auch eine 97. Aber auch perfekt. Für meine Verhältnisse, meine ich natürlich. Und wieder einmal hat Woody den Tag gerettet. Oder so. Und eine weitere Folge und damit die letzte auch schon aus der ersten Staffel. Der Badetag. Ja, jetzt wird's hart. Für die Mission, für diese Folge ist es extrem wichtig, das Ganze zu timen. Weil der Nachbar hat für einen Tagesablauf im Prinzip die doppelte Zeit in Verwendung. Deswegen hat man auch mehr Spielzeit in dieser Folge. Gute Körperpflege ist wichtig und richtig. Im Glauben, bald ein entspannendes Bad nehmen zu können, ist der alte Stinker bei bester Laune. Während sich die Badewanne füllt, blättert der Nachbar im Fotoalbum mit Fotos seiner geliebten Mutti, nascht Bonbons und macht Pudding. Doch Woody hat sich schon wieder ein paar ganzen... Entschuldigung. Doch Woody hat schon wieder ein paar ganz neue Streiche auf Lager. Ladies and Gentlemen, welcome to the great final episode of Neighbors from Hell. Der Badetag. Ich freue mich so. Der Badetag ist mit Hammer. Vor allem müssen wir so irre viel präparieren, das wird extrem aufwendig. Ich möchte natürlich irgendwie dann auch beim Versuch die bestmöglichen Prozente erreichen. Und werde mich dementsprechend nicht lumpen lassen und mir die Zeit nehmen, die wir brauchen. Oh! Puh, Glück gehabt. Wenn der Nachbar uns nämlich sieht, haben wir ein echtes Problem. Schön. Bei der Badewanne gefüllt mit Wasser. Und jetzt heißt es im Schrank verstecken. Und warten. Denn wie gesagt, ich will das Ganze auf einmal durchlaufen haben. Ich habe hier das Wissen, wie die 100% funktionieren. Ich werde es nur nicht schaffen, bin mir ziemlich sicher. Einen Schluck trinken, schon fast wieder eine halbe Stunde hier. Der erste Joke ist auf jeden Fall das Ei. Von da gewinnt das Teufelsrad seinen Preis. Ich lasse schon gut so. Ich singe nie wieder, ich verspreche es. Ich weiß es schon oft, aber trotzdem. So, und jetzt startet dann mein Einsatz. Wie gesagt, das Ei ist der erste Joke. Und er tauscht natürlich das Badewasser mit der Milch aus. Fällt ja zum Glück auch überhaupt nicht auf. Und das nur, weil es dieselbe Flasche ist, als ob. Dann haben wir hier wieder das lustige Gemälde.
Ja, es gibt ja quasi in jeder Folge so einen Running Gag und in der Folge ist es eben die, das Ei in der Mikrowelle. Ich habe wieder das Ei gefunden. Und zack. Tja. Wenn man sich nicht um die Seife bückt. Wie gesagt, ich bewundere die Wirbelsäule des Nachbarn, nur ganz extrem. Jetzt verstecken wir uns besser wieder. Das schäumt ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, wenn man Milch und Wasser nicht unterscheiden kann, sollte man es vielleicht unter Umständen lassen. Also generell mit dem Kochen. Ich meine, das kommt nicht sonderlich gut. Hier wieder ein lustiges Gemälde. Das immer gleich aussieht. Ich glaube, in der Einführungsmission sah es leicht anders aus. Hatte sie nur den Schnurrbart und eine Brille, aber weiß drauf. Und die nächste. Jetzt kommt der Brenner der ersten Staffel, ich schwöre. Der absolute Brenner der ersten Staffel. Der Yeti! Und zack, haben wir. Okay, sorry. Oh Gott, das ist so. Ja, das war Staffel 1. Weiter geht's, ey, das müsste ich hinausgehen mit zwei Folgen. Wahnsinn. Weiter geht's nächstes Mal mit Vrishans Werk.